So, Nummer 1. Part, schlag mich tot. Gut, nächster. Du da drüben. Komm mal ran. Dreh ich jetzt noch mal um. So, Nummer 2. Nummer 3 kriegen wir jetzt auch noch irgendwie hin. Egal wie, aber wir kriegen das irgendwie hin. Dreh dich mal um, Junge. Gut. Lass uns hier. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Los, 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 los. Oh. Hey Gott, das hat... Oh nee. Das dauert viel zu lange. Gut. Können wir wieder zurückgehen. Wie macht man das? Ach, wir gehen einfach so lang. Gut. Wir gehen einfach den Weg, den wir gegangen sind, wieder zurück. Das hört sich gut an. So. Hier rüber. Darüber. Leiter. Und dann irgendwie runter. Gibt's hier einen Weg? Nee. Ich brauche Elf. Ich habe wir haben nichts. Ich flehe euch an. Nö. Bitte, Herr, ein wenig Geld. Ja. Ob er wohl einen Grund für seine Taten hat? Aber ich brauche doch Geld, Herr. Hab Dank, Alter, hier. Das ist schön. Jetzt kann ich mich wieder frei umherbewegen. Nehmt diese Karte, die ich angefertigt habe. Sie zeigt euch, danke, wo Wilhelm ja weitere Bogenschützen postiert hat. Sehr hilfreich, wenn ihr danke erst in seiner Festung seid. Kann ich die irgendwie auch eliminieren? Wie auch immer ich das. Dann haben wir noch ein Flaggenrennen. Diesmal was Entspannendes. Gut. Du stehst. Du. Genau. Ja, dann fangt schon mal an damit. Während wir hier mal Blutballer langlatschen. Da drüben steht er. Hallo. Ja. Wieder zurück, Alter, hier. Ihr braucht immer jemanden, der eure Drecksarbeit verrichtet. Dieses Mal hat Al-Mualim nichts befohlen. Nur für mein eigenes Vergnügen bitte ich euch, einige Massia-Flaggen zu finden, die ich in Richards Viertel versteckt habe. Bitte kommt baldestmöglich zurück, aber bist du denn ich nett habe etwas für euch. Es sind wichtige Informationen. Aber dieses Mal versucht schneller zu sein. Das ist länger als vorher, also ich glaube, das kriegt man schon hin. Gut. Wo fangen wir da am besten an? Das ist jetzt die erste Frage, die ich stellen würde gerne. Wir fangen hier an. Das hört sich gut an. Entschuldigung, ich muss hier durch. So. Weil er muss. Für und so. Hoch da. Hoch hier. Da drüben. Hier hoch. Hallo. Ich halte mich auch gar nicht lange hier ihr auf. Dürft nicht hier sein. Geht, bevor wir Gewalt kannst davon ausgehen, als wäre ich gar nicht da gewesen. Nein. Scheiße. Nee, er hat verdammte Narre vor den Verstand behalten verloren können. Hoch. Und nochmal hoch. Danke sehr. Yay. Ihr dürft nicht hier sein. Ach, macht diese Tor da. Eure Arbeit zwingt mich, meine Meinung über euch zu ändern, Alter, hier. Dann sag mal. Hier ist alles, was ich über Wilhelm von Montferrat weiß. Das ist was Neues. Er und Richard hatten eine Meinungsverschiedenheit, bevor der König gen Jaffa aufbrach. Seitdem bleibt Wilhelm in seiner Zitadelle, umgeben von seiner Armee. Glaubt ihr, dass ihr ihn in dieser beschützten Umgebung angreifen könnt? Wir werden es sehen, aber noch zweifle ich. So, dann haben wir eine Befragung und dann noch einen Taschendiebstahl.
Naja, dann gucken wir mal. So. Das interessiert mich nicht, Person, die hinter mir herläuft die ganze Zeit. So, zur Befragung, zu dieser nervenden Person, die hier vor dieser Kirche steht. Er sah einen Weg, unser Leid zu beenden. Ihm sollten wir folgen. Er wird uns zum Sieg führen. Hallo, nee, dich will ich nicht anvisieren. Ich will dich nicht anvisieren, ich will den da anvisieren. Montferrat hat eine Vision. Er sah einen Weg, unser Leid zu beenden. Ihm sollten wir folgen. Er wird uns zum Sieg führen. Erhebt euch, Freunde! Lasst euch nicht abschlachten, nur auf der Launen und Anwandlungen eines wankelmütigen Königs! Wir müssen auf Männer vertrauen, deren Gesinnung eisern ist! Auf Männer wie Wilhelm von Montferrat! So. Dann lauft man hier mal ungemerkt hinterher in irgendeine dunkle Gasse. Wahrscheinlich einfach nur um die Ecke. Ich spring nicht mal kurz um die Ecke. Ja, das hört sich nur noch eine Idee an. Machen wir mal. Das erklärt auch, warum hier so viele Banditen oder was auch immer sie sind. Ich habe vergessen, was sie sind. Nein. Okay, zuerst du. Das war nicht falsch. Komm schon. Alter. Komm schon. Oh. Nicht du. Den da. Den da, verdammt. Komm schon. Komm schon. So viel Leben habt ihr oben nicht mehr. Halt! Genug! Antwort! Genug! Was wollt ihr denn? Gold? Ich habe hier etwas Gold. Nehmt es! Nehmt es und verschwindet! Ich bin nicht auf Gold aus, nur auf eine Auskunft. Ich weiß nichts! Ihr kennt Wilhelm. Sagt mir, wo ich ihn sprechen kann. Das ist unmöglich! Er trifft sich mit dem König! Und wann wird er aufbrechen? Heute, aber das hilft euch nicht. Es wird wieder Streit geben und Wilhelm wird seinen Soldaten die Leviten lesen. So ist es immer. Richard schreit Wilhelm an, Wilhelm schreit seine Männer an. Er wird euch nicht empfangen. Ja, toll. Ich sagte, dass ich mit ihm sprechen will. Nicht, dass er mich empfangen soll. Dann sind wir also fertig. Nicht ganz, fürchte ich. Etwas brauche ich noch von euch. Darfst du ja nicht einfach jetzt euer Leben rennen und sagen, du, da kommt einer, der dich umnieten will. So, dann noch schnell Taschendiebstahl. Ich brauche noch mal ungefähr ein bisschen. Dreckiger kleiner Dieb, Waffe! Das ist furchtbar. Das werdet ihr bereuen. Ja, das war jetzt eigentlich ungewollt, dass das passiert. Ich wollte die Wurfmesserchen haben. Mein Gott. Ist das denn etwa so schlimm? Anscheinend. Gut. Taschendiebstahl. In die Richtung. Ich war's nicht. Die haben sich beide gegenseitig ausgenockt. Ich war's nicht. Ich glaube, das kaufen die mir nicht ab. So, noch schnell. Und hoch da. Nur um dann über da. Hier hinzu. Springst du eigentlich so weit? Nee, schade. Naja, egal. Auch nicht schlimm.
Ich kann da nicht. Ich muss da rein. Ich kann aber leider nicht auch nicht raus. Das. Ich muss ja auch. Ich muss erstmal rein. Und dann guck mal, wie ich rauskomme. Wahrscheinlich auf demselben Weg, wie ich reingekommen bin. Immer noch du alleine. Mein Gott, das tut mir leid für dich, dass du hier ganz alleine rumschwören musst. Okay. Hier runter. Klettern. Was denkt sich dieser Mann nur? Dieser Tor da? Nee, nicht du. Du bestimmt nicht. Man lässt euch kommen und gehen, wie es euch beliebt. Ich dachte, niemand hätte Zugang zur Festung. Für wahr, aber Wilhelm will die Instandsetzung so bald als möglich beendet sehen, was uns als Vorteil dient. Eine ideale Deckung. Sehr gerissen. Jedenfalls ist mein Bericht fertig. Ich sollte ihn abliefern. Endlich entwickelt sich die Lage zu unseren Gunsten. Und nicht von ungefähr. Nun, die Bibel sagt schließlich, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Nein, das stimmt nicht. Das stammt aus Aesops Fabel. Die Bibel sagt in der Tat meist das Gegenteil. Vieles dreht sich darum, Geduld zu haben und abzuwarten, bis der Herr sich entscheidet, ob er zu helfen wünscht. Egal, ich sage, wir haben lange genug gewartet. Dem werde ich nicht widersprechen. Also gut, ich bin weg. Wenn du weggehst, gehe ich mal hinter dir her. Wenn du mich entschuldigst, würdest du bitte vorwärts gehen, mein Freund. La la la. So, wie komme ich jetzt am blödesten wieder da raus? Hier lang gehen, ne? Na, dann machen wir das mal. Auf nach oben. Um hier rauszukommen. So, hier hoch. Und dann irgendwo runter. Am Kerl oder so. Ist der Weg nach unten sicherer? Natürlich nicht. Wäre ja nur praktisch. Und hier hin. So. Mal alle Missionen fertig. Auf zum Büro. Welches sich ganz weit weg befindet. Wartet mal. So, hält man das. Hätten wir auch wieder unser Messerchen aufgestockt. Da kann ich nicht lang. Deswegen gehen wir hier hoch. Und hier runter. Nö. So, und jetzt ist der fast schief gegangen. Hier rüber. Dann sollte man ja fast da sein. Lass mal hier hochklettern. Ja. Gut, ich war mal auf Anhieb richtig, wo das Büro liegt. Oh mein Gott. Eingang. So. Hallo. Rafik, die Kunde eurer Taten verbreitet sich schnell. Anscheinend seid ihr aufrichtig bemüht, euch reinzuwaschen. Ich tue, was ich kann. Und manches Mal gelingt es euch. Yep. Mich dünkt, es ist euer Auftrag, der uns zusammenführt. Ja, Wilhelm von Montferrat heißt der Mann. Ich habe den Befehl ausgeführt und mich mit Wissen gewappnet. Ich weiß nun, wie ich ihn erreichen kann. Recht. Und ich werde urteilen. Wilhelms Heer ist groß und viele nennen ihn ihren Herrn. Aber er hat auch Feinde. Er und König Richard sind sich nicht wohlgesonnen. Wohl wahr, sie standen sich nie nahe. Das gereicht mir zum Vorteil. Richards Besuch hat ihn erregt. Wenn der König aufbricht, zieht Wilhelm sich in die Festung zurück, um nachzudenken. Er wird abgelenkt sein. Genau dann schlage ich zu.
Seid ihr dessen sicher? So sicher ich nur sein kann. Und wenn die Dinge sich ändern, passe ich mich an. Dann gebe ich euch freie Hand. Beendet das Leben von Montferrat und befreit diese Stadt. Alter, ihr nimmst du die Feder? Danke. Ich kehre zurück, wenn die Tat vollbracht ist. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So. Dann hätten wir das. Und meine Nase wird. Gut. Gedächtnislog. Gucken wir mal, was wir alles haben. Nicht husten? Gut. Wilhelm wird sich in seiner Zitadelle zurückziehen, sobald er von König Richard und seinen Schranken verwiesen wird. Das prekäre Verhältnis der beiden Männer scheint sich auf ihre Heere übertragen zu haben. Nicht wenige scheinen mit ihren Anführern unzufrieden und die Lage ist gespannt. Ich vermute, dass Wilhelms Zitadelle voller Männer ist, die ihm und nur ihm treu ergeben sind. Ja, das wäre eigentlich logisch, wenn es dann seine Leute sind, die in seiner Festung sind. Wilhelms Männer fürchten seinen Misserfolg und wagen es nicht, den König um Hilfe zu bitten. Sie sprechen von einem anderen Mann im Hafen, doch auch dieser scheint nicht ihr Vertrauen zu genießen. Es herrscht eine Unsicherheit, die die Männer paranoid macht und mir meine Arbeit erschwert. Ich kann nicht lesen, ich merk's. Meister, die Arbeit im Kettenbezirk von Akon wird fortgesetzt. Obwohl wir uns sorgen, ob Wilhelm bis zum Schluss durchhält, er nimmt seine Pflichten etwas zu ernst und das Volk könnte ihn ablehnen, wenn die Zeit gekommen ist. Ohne Hilfe des Schatzes wäre ein Aufstand fatal und würde den König aus dem Felde zurückrufen und dann wäre euer Plan durchkreuzt. Wir können nicht zurückfordern, was gestohlen wurde, solange nicht beide Seiten vereint sind. Mag sein, dass wir einen zweiten vorbereiten müssen, um seinen Platz einzunehmen. Nur um gewappnet zu sein. Wir fürchten, dass unser Mann im Hafen immer wankelmütiger wird. Er denkt schon darüber nach, sich zu distanzieren. Das heißt, wir können nicht auf ihn zählen, sollte Wilhelm stürzen. Teilt uns mit, wie eure Pläne lauten, auf dass wir sie in die Tat umsetzen können. Wir bleiben stets treu unserer Sache ergeben. Mann im Hafen, wer bist du? Ich weiß nicht, wie selbst gar nicht mehr. Heute wird König Richard Wilhelm besuchen und sicher werden sie sich wieder streiten. Wilhelm wird wahrscheinlich zur Zitadelle zurückkehren, um den Tag damit verbringen, seine Männer zu schelten, was ihn von allen anderen ablenken wird, wenn wir es hoffen. Beim ersten Anzeichen von Ärger werden die Tore der Zitadelle geschlossen. Wenn das passiert, kann ich nur die Mauern der Festung herunterklettern. Das werden wir natürlich auch nutzen, und zwar werden wir auch genau die Leitern wahrscheinlich benutzen, da es der schnellste Weg ist, beziehungsweise auf diesen Weg, wie wir hochkommen. Wie wir reingehen, halt rausgehen. Diese Karte zeigt die Position von Wilhelms Bogenschützen. Wenn ich diese beseitige, habe ich freien Zugang über die Dächer. Mal gucken, das sind mir definitiv zu viele. Ehe ich die alle beseitigt habe, ist der schon wieder über alle Berge. So. Die Reparaturen an der Zitadelle werden schlecht organisiert. Tatsächlich ist ein Teil laut der Karte angeblich geschwächt und könnte beim kleinsten Aufprall zusammenstürzen. Und zwar das da. Da auf diesem Weg werden wir wahrscheinlich reingehen, nur dass wir nicht die Mauer hier entlang gehen. Wir werden über diese Dächer hier dahin, hierhin gehen und dort wird sich Wilhelm dann aufhalten. Und da werden wir ihn überraschen. Wilhelm und König Richard werden sich heute sehen und das Treffen wird nicht gut verlaufen. Daher wird sich Wilhelm seiner Zitadelle zurückziehen und von seiner Audienz schwer belastet sein. Ein Mann mit viel Verantwortung, der abgelenkt ist, bietet eine perfekte Gelegenheit zum Anschlag. Dann wollen wir das hoffen, dass es auch so funktioniert. Dann auf nach Wilhelm. Ach, Wilhelm, na toll. Gut, natürlich auf der anderen Seite. War klar. Dann wollen wir mal rüber da. Dann wollen wir mal auf die andere Seite, in der Hoffnung, dass wir Wilhelm damit loswerden. So.
Ist ja auch hoffentlich nicht so weit. Zumindest laut Karte ist es nicht so weit entfernt. Oh, dann natürlich, wir gehen hier runter. Und gehen wir halt hier runter, mein Gott. Laufen halt durch die Straßen. Ich wollte sie nicht umschubsen. Dafür sollte